Was ist bei dir passiert? Warum ist der Führerschein weg? Erzähl mal. Also, mein Name, bin 57 Jahre alt, wohne in der Eifel, zwischen 50 Kilometer von Koblenz Richtung Trier. Ungefähr in der Führerschein, 20 Kilometer. Jo, und vor 4 Jahren, im September, ist das passiert mit der Domleinsfahrt. Und ja, das ist eine Geschichte ohne Ende. Das ist, ich weiß, wie ich da anfangen soll. Jedenfalls ist nachmittags um 17 Uhr ist das passiert, wurde dann mit zwei Vergehen, also zwei Trunkenheitsfahrten und eine Anzeige wegen Körperverletzung. Das kam dann zu einer Verhandlung, der wurde aber gegen mich eingestellt, ich hatte damit nichts zu tun. Ich hatte noch einen Beifahrer dabei, der ist dann auf dieser Heimfahrt, auf dieser Trunkenheitsfahrt ausgestiegen, wegen irgendwie Vorfahrt hin und her oder vorbeilassen. Und haut den um. Ja. Polizei informiert, zack, zack, hat das nicht klar. Okay, verstehe. Letztendlich, mein Ding, ich bin besoffen gefahren, das weiß ich. So. Das ist jetzt mittlerweile 4 Jahre her. Hat dann natürlich vieles nach sich gezogen. Konnte meine Arbeit nicht mehr weiterführen. Die Alte war weg, also meine Freundin. Entschuldigung, ich Alte sagen. Ja, da kam dann alles zusammen. So. Und dann bin ich richtig abgekackt, gesundheitlich. Also da ging man gar nichts. Und die Verhandlung, das hat gedauert bis Mai oder Juni, war das Jahr drauf, also 2018. So, und dann spricht man wieder aufgerappelt, mal hergerichtet und mich dann um den Führerschein bemüht. Das war natürlich dann ein Jahr danach, was schon mal schlecht ist. Ne? Ja. So weit, so gut, habe ich schon einen Vorbereiter genommen. Der kam auch hier hin, Hausbesuch. Ich denke mal, im Nachhinein, der hat das schwarz gemacht. Im Vorbeifahren. Wahrscheinlich, so, so ja. War, so war das dann. So, nach einem halben Jahr, dann, okay, ich melde mich an für die MPU. Nochmal ein halbes Jahr ist zu wenig, bei 1,77, nachmittags um 17 Uhr und dann, ja. Auf jeden Fall wurde das dann nichts. Und ein paar Laber genervt, ist die Zeit verstrichen. Muss ich komplett wieder neu anfangen. Habe ich mir so, denke ich, so, es war seriös, es geht zum Doktor sowieso, nächste beste Stadt, bekannt dafür, der ist Bogen- und Suchtberater und ich war, der macht alles. Auf jeden Fall auch vorbereiten. Ja, 13 Stunden, 13 Doppelstunden, A200 bei uns. Aber das ist natürlich sehr hoch schon, ne? Ja, ich will da nichts, am Ende, da hat er mich noch mehr verunsichert, wie ich schon eh war. Ich bin gefühlt da hingegangen, jetzt im April, ich war, das war nichts. Der hat mich an Sicherheit gar nichts und letztendlich, denke ich mal, das Wesentliche, das konnte er mir nicht rüberbringen. Das hat einfach nicht funktioniert. Und dann war ich schon noch zu verunsichert. Das ging richtig in die Hose. Ne? Was hast denn du generell bei den zwei Vorbereitern dann gelernt, wenn überhaupt? Also was haben sie dir erzählt bezüglich der MPU? Ja klar, das ist über meine Geschichte, über mein Trinkverhalten, ist mir auch klar, ich habe mir da auch noch nie Gedanken drüber vorher gemacht, na klar. Und das ist mir auch eingeleuchtet, ich habe das auch gesehen, ich habe es seitdem eingestellt, Trinken eingestellt, komplett. Ich will ja nicht sagen, dass ich wenig getrunken habe, wenn, dann war das wieder da, ne? Ja, verstehe. Habe ich nichts zu erzählen. War so, ich bin aber... kam schon mal vor, ob der Alkohol, ich gefahren bin, aber ganz selten. So früheren Jahren, ja, aber die letzten 10, 15 Jahre. Und jetzt war es so, das ist bescheuert, richtig, mit das richtig einen Abi lassen da. Ja, und dann, Scheiße, du musst neu schaffen, du musst sehen, dass dein Auto daheim ist. Weil ich niemand hat, oder niemand erreicht hat, der mich dann anders hat. Mit dir holt, ich muss das Auto, ja, setz mit Auto und fahr, ja. Und dann kam das eine zum anderen, ne? Ja, 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 das hat mein Leben auseinandergeschraubt. Ja. Ja, alles weg, das ist alles weg. Kein Freund, gar nichts mehr, keine Arbeitskollege, nichts mehr. Das ist sagenhaft, das ist, solange du funktionierst, ist brutal. Aber nützt nichts. Ja, das ist aber wirklich bei vielen Menschen so. Erst wenn die Polizeikontrolle gekommen ist und der Führerschein dann weg ist, dann denken halt viele darüber nach, was passiert ist und dann brechen teilweise andere Stellen noch ein und dann sitzt man einfach in diesem Schlamassel. Und da ist es halt wichtig, dass man genau weiß, was man wie machen muss. Bist du denn
generell dann schon einmal zu einem Hypo gegangen oder ist es immer in den Vorbereitungskursen gescheitert? Nein, ich war 2019 zu der ersten MPU. Mhm. Okay. Im Juli war es vor 2 Jahren. Ne? Mhm. Wo bist du da hingegangen? Ja. Zum TÜV oder zur DEKRA? Da war ich IBBK, glaube ich. IBBK, ja. In Köln. In Köln, ja, ganz genau. IBBK ist ein Institut, da schicken wir unsere Cannabis-Patienten immer hin. Aber mit einer falschen Vorbereitung hast du dann natürlich überall schlechte Karten. Hast du danach nochmal dann MPU gemacht? Ja, das war dieses Jahr. Okay. Und da war ein Jahr Vorbereitung und noch ein Jahr nachgewiesen. Ne? Mhm. Das war jetzt im März. Im März dieses Jahres. Wo hast du die MPU gemacht? TÜV Nord, okay. Hat man dir das gesagt, dass du da hingehen sollst oder war das einfach so, einfach mal was nehmen? Nein, auf Anraten. Da musst du hingehen, da haben wir gute Ergebnisse. Okay. Es ist halt so, dass schon ein sehr, sehr strenger Verein ist, was die Farbegutachtung betrifft. Deswegen schicken wir da zum Beispiel niemanden hin. Es gibt auch einfache und smartere Institutionen, wo du ja einfach menschlichere Psychologen hast am Ende des Tages. Gut, im März ist es jetzt gar nicht mal so lange her. Hast du denn, oder wann bist du fertig geworden mit deiner Abstinenz? Weil eventuell ist sie noch gültig. Das hätte ich direkt machen müssen, aber da ist bei mir die sich schon raus. Das kann nicht sein. Ja. Die letzte habe ich gemacht im Januar. Im Januar, was hast du da gemacht? Eine Haarprobe? Ja, Haarprobe. Okay, im Januar. Dann hätte ich im April hätte ich eine machen müssen, um das weiterzuführen. Weil das so dumm, so blöd, du wirst bei mir die Klappe endgültig fahren. Ja, deswegen sprechen wir jetzt auch darüber. Gut, 2 negative MPUs, ein paar Tausende von Euros schon verbrannt, ist natürlich richtig kacke, das Ganze, weil halt durch so welche Berater halt auch andere Berater in den Dreck gezogen werden, ist ja logisch. Genau wie bei Menschen, die nach Deutschland kommen, Flüchtlinge, da machen dann von 1000, 100 Leute irgendeinen Scheiß und es werden alle einfach mit über einen Kamm geschert. Ist irgendwo ein menschliches, normales Verhalten. Gut, alles blöd gelaufen. Eine andere Frage, wie bist du denn auf mich aufmerksam geworden? Einfach mal Interesse halber. Also ich habe dann nach dem, ich war richtig geschockt jetzt nach dem zweiten. Mhm. Das war auch anstrengend für mich, das Jahr, weil der, ich sag das vom Gefühl her, hätte ich müssen aufhören mit dieser Vorbereitung. Erstens war mir zu teuer und zweitens konnte mir überhaupt nichts vermitteln. Mhm. Ich habe so ein scheiß Gefühl gehabt, wenn ich da hingefahren bin. Und mit dem Gefühl bin ich auch auf die MBU. Ich war überhaupt nicht, ich war nicht gut dran. Und ich fühle mich auch total verunsichert. Ne? Das darf doch nicht sein nach einem Jahr. Da sage ich so, was muss ich sagen? Und er hat so viel von seinem Arzt wissend über Alkoholismus, der hat sich nicht auf meinen speziellen Fall richtig speziell eingestellt. Und so musst du sagen. Mhm. Ja, er war früher mal Gutachter gewesen, laut seine Aussagen. Ja, ist ja scheißegal. Wahnsinn. Aber wenn die nur die ganze Vorbereitung lang etwas über sich und ihre Karriere und ihr privates Leben erzählen, dann versuchen die Stunden zu ziehen, die ja noch mehr Geld aus dem Taschen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das war auch so. Ich will im nächsten, letztendlich liegt das nicht nur an dem. Entscheidend bin ich ja da. Das war kein Verhältnis. Ja, das ist auch ich dachte, jetzt machst du das richtig. Der Mann hat einen Namen, da kannst du nichts verkehrt machen. Das hat mir die Pass vorne und hinten nicht. Und am Ende war richtig viel Geld, richtig viel. Das hat mich am meisten Ärger. Ja, verstehe. Es ist aber natürlich auch eine Notsituation. So, du willst es endlich anpacken und bist bei jemandem und willst es dann einfach nur noch durchziehen. Kann ich absolut nachvollziehen. Gut, ist natürlich alles sehr verzwickt. Ich will dir jetzt einfach mal in diesem Gespräch erklären. Allen Leuten, die wirklich das Ziel haben, ihren Führerschein wirklich wieder haben zu wollen und auch was dafür tun wollen, okay, Dem würde ich das empfehlen.